Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Während in Dresden der Pegelstand erstmals leicht sinkt, wird die Lage elbabwärts immer bedrohlicher. In Bitterfeld brach ein Damm aus Sandsäcken. Die Fluten haben jetzt auch Sachsen-Anhalt und Brandenburg erreicht. In Sachsen wurde das Stadtzentrum von Meißen überschwemmt. Die gleiche Gefahr droht Torgau. Erste Deichstellen sind überflutet. 15.000 der 19.000 Einwohner wurden bereits in Sicherheit gebracht. Der 5.000 Einwohnerort Mühlberg ist bereits vollkommen evakuiert. Dort bemühen sich die Helfer weiter, den brüchigen Deich zu stabilisieren. In Bitterfeld dagegen scheiterten die Versuche. Ein Teil der Stadt steht unter Wasser. Der Kampf ist verloren. Seit Tagen haben die Bitterfelder versucht, die Flutwelle an ihrer Stadt vorbeifließen zu lassen, aber vergeblich. Seit der Nacht läuft das Wasser der Mulde fast ungehindert durch die Straßen. Und vor knapp 2 Stunden meldet die Polizei, ein weiterer Damm sei gebrochen. Nun soll auch die Geutsche die Stadt überfluten. Und immer noch bringen Hilfskräfte vor allem alte Menschen in Sicherheit. Ich bin sehr herzkrank und zuckerkrank und hatte nun noch nichts weiter gegessen. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie kommen werden. Ich habe immer noch gedacht, was da werden soll. Der nahegelegene Chemiepark ist noch trocken, aber das Wasser steigt bedrohlich, Stunde um Stunde ein paar Zentimeter. Greenpeace hat heute Morgen marode Leitungen und Fässer entdeckt, aus denen ätzendes Zinnchlorid tropfen soll. Das Unternehmen, dem die Fässer gehören, soll schon vor Jahren das Gelände verlassen haben. Weiter östlich in Torgau ist das Wasser noch nicht angekommen. Gebannt schauen die Menschen hier elbaufwärts, unabwendbar nähert sich der Strom ihrer Stadt. Sandsack um Sandsack soll verhindern, dass ihre Häuser überflutet werden. So wie in Mühlberg. Dort schwappt die Elbe inzwischen an einigen Stellen mit Pegel 9,10 Meter über den Deich. Außerdem drückt das Grundwasser von unten. Die Mühlberger sind sich fast sicher, dass die Fluten auch ihre Stadt nicht verschonen werden. Die Eisenbahnbrücke über die Elbe bei Riesa hat das Hochwasser bereits erwischt. Bis auf Weiteres können hier keine Züge mehr fahren. Damit ist nicht nur die Stadt vom Bahnverkehr abgeschnitten, sondern die Schienenverbindungen von Chemnitz nach Berlin und von Dresden nach Leipzig sind komplett unterbrochen. In Meißen sinkt das Wasser inzwischen wieder, aber nur ganz langsam. Immer noch werden einerseits Menschen in Sicherheit gebracht, andererseits wollen die Betroffenen unbedingt zurück in ihre Häuser. Ihr Geschäft steht 2 Meter tief unter Wasser. Da ist nichts mehr. Keiner kann im Moment sagen, wann das Wasser hier wieder in normalen Bahnen laufen wird. Aber die Menschen haben Angst, dass alles dann noch viel furchtbarer sein wird. Zum letzten Stand nach dem Dammbruch in Bitterfeld, jetzt direkt von dort Daniel Baumbach. Mittlerweile herrscht hier in Bitterfeld ein heilloses Durcheinander. Selbst wir mussten vor gut einer Stunde die Stadt binnen Minuten verlassen und befinden uns nun auf einem der Evakuierungslager vor den Toren der Stadt. Zahllose Rettungswagen fuhren in Richtung Bitterfeld. Meine letzte Information ist, mittlerweile ist der besagte Damm so weich und durchlöchert, dass tatsächlich Wasser aus der Gotsche in Richtung Innenstadt von Bitterfeld, aber langsam und nicht, wie es zunächst hieß, durch eine Flutwelle fließt. Zahllose Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz, inklusive Taucher und Bundeswehrhubschrauber, um diesen Damm so gut es geht abzudichten. Zudem herrscht eine äußerst schwierige Nachrichtenlage. Niemand darf auch nur noch in die Nähe der besagten Gebiete. Relativ sicher scheint jedoch zu sein, dass zumindest zur Stunde der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen nicht bedroht ist. Und damit zurück nach Hamburg. Timo Wiemeyer aus Bitterfeld. Nach Tagen immer weiter steigenden Hochwassers gibt es in Dresden jetzt Hoffnung auf eine Entspannung. Erstmals ist heute der Pegelstand der Elbe weiter leicht gesunken. Auch der Zufluss aus Tschechien ging zurück. Auf dem Fluss in Dresden sprengte die Polizei eine führerlose Fähre, die auf die historische Brücke Blaues Wunder zutrieb. Den höchsten Pegelstand zeigen die Instrumente schon kaum noch an. Bei 9,40 Metern kommt das Wasser in Dresden am Morgen zum Stehen. Überflutet sind Zwinger, Semperoper und Gemäldegalerie. Die Bilder konnten gerettet werden, doch der Schaden an den Wahrzeichen von Dresden ist unabsehbar hoch. Durchhalten heißt es nun in der Stadt. Obwohl das Wasser langsam sinkt, gibt es keine Entwarnung für die Helfer. Tausende sind noch immer unterwegs. Aber auch das gibt es. Zum Wochenende wird die Stadt von Gaffern heimgesucht. Die Polizei kontrolliert schon an den Autobahnabfahrten. Nur Dresdner dürfen schon seit Tagen in die Stadt.
Die Versorgung der Bewohner ist schwierig. Obwohl viele Läden länger öffnen, gibt es Engpässe. Vor allem Mineralwasser wird knapp. Die Dresdner haben Angst, ihr Trinkwasser zu verwenden. Das ist nach Angaben der Stadtwerke unbegründet. Drei Stadtgebiete allerdings müssen mit Wasserwagen versorgt werden. Dass in das Leitungsnetz Schmutzwasser eingedrungen ist und natürlich wir jetzt dieses Netz nicht mehr beherrschen können, dort stehen Wasserwagen, um die Bevölkerung zu versorgen. Aber das ist ein Bruchteil unserer Gesamtversorgung. Strom, Telefon und Kabelnetze sind in vielen Stadtteilen gestört, die meisten der Brücken noch gesperrt. Auch der Bahnbetrieb ist weiter unterbrochen. Es wird Monate dauern, bis er wieder regulär läuft, so die Bahn. Das Hochwasser und seine Folgen werden die Stadt noch lange beschäftigen. Während in ganz Bayern der Katastrophenalarm aufgehoben wurde, bereiten sich die Einwohner in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern auf die kommende Elbeflut vor. So begannen Helfer etwa im schleswig-holsteinischen Lauenburg damit, rund 200.000 Sandsäcke zu füllen und die Deiche zu verstärken. Das Hochwasser wird dort Mitte nächster Woche erwartet. Auch in der brandenburgischen Region Prignitz wappnen sich die Menschen gegen ein mögliches Hochwasser. Bundeswehrsoldaten sind in das Gebiet gekommen, um die Deiche zu erhöhen. Nach Angaben des Katastrophenstabes müssen sich etwa 20.000 Menschen in 46 Orten auf eine mögliche Evakuierung einstellen. Für die Prignitz wird der Höhepunkt der Flut Dienstag oder Mittwoch erwartet. Vor dem Hintergrund der Hochwasserkatastrophe hat Außenminister Fischer ein Umdenken in der Klima- und Umweltpolitik gefordert. Fischer sprach sich im Magazin Der Spiegel für die Weiterführung der Ökosteuer aus. Aus Sicht von CDU-Politikern sollten zur Abwehr der Klimakatastrophe neue Atomkraftwerke gebaut werden. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Böhmer, sagte der Bild am Sonntag, Tschernobyl könne nicht als Dauerargument gegen die Atomkraft dienen. Einig sind sich Regierung und Opposition darin, dass aus der Jahrhundertflut Konsequenzen gezogen werden müssen. Auch der Bundespräsident wollte sich selbst ein Bild vom Ausmaß der Flutkatastrophe machen. Im sächsischen Döbeln traf Johannes Rau auf eine Zerstörung, die viel größer war, als er sie aus dem Fernsehen zu kennen glaubte. Sein Appell heute Abend in einer Fernsehansprache. Die Flut hat ganz Deutschland getroffen. Sie verlangt deshalb auch eine Anstrengung der ganzen Nation. Es muss die Sache aller Deutschen sein, mit den Folgen dieser Flut fertig zu werden. Bereits am Vormittag beriet sich der Kanzlerkandidat der Union mit den CDU-Ministerpräsidenten aus der Hochwasserregion. Der SPD-Kollege aus Brandenburg war nicht geladen. Ihre Forderung, mehr Geld von der Regierung. Wir erwarten, dass zunächst einmal der Bund einen Sonderfonds Flutkatastrophe 2002 zur Bewältigung der Hochwasserschäden in Deutschland einrichtet, der noch im laufenden Jahr mit 2 Milliarden Euro ausgestattet werden muss. Die Reaktion des Kanzlers ließ nicht lange auf sich warten. Auf einer Gewerkschaftsveranstaltung scharfe Kritik an dem Unionstreffen. Für Schröder Ausdruck parteipolitischer Kleinstaaterei. Es ist nicht die Zeit, Parteipolitik zu machen. Es ist die Zeit, zusammenzustehen. Im Kanzleramt ist an diesem Wochenende Tag der offenen Tür. Morgen wird parallel dazu der Kanzler über europäische Finanzhilfen beraten. Zusammen mit den Regierungschefs der betroffenen Staaten und EU-Kommissionspräsident Prodi. Am Rande der sächsischen Stadt Pirna haben Bundeswehrsoldaten damit begonnen, eine Zeltstadt aufzubauen. In den insgesamt 250 Zelten sollen 3000 Menschen aufgenommen werden, die wegen der Hochwasserkatastrophe ihre Wohnungen verlassen mussten. Voraussichtlich morgen können die ersten Betroffenen dort einziehen und bis zu 4 Wochen Zuflucht finden. Hilfsorganisationen bitten weiter um Spenden für die Hochwasseropfer, hier die Kontonummern. Deutsches Rotes Kreuz, Konto 41 41 41 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Stichwort Nachbarn in Not. Caritas International, Konto 202 bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, Bankleitzahl 660 205 00, Stichwort Flut. Diakonisches Werk, Konto 502 707 bei der Postbank Stuttgart, Bankleitzahl 600 170, ebenfalls Stichwort Flut. Weitere Angaben im ARD-Videotext, Seite 156 und im Internet unter www.tagesschau.de. Okay.
Aus den meisten Stadtteilen in Prag ist das Wasser wieder abgelaufen. Jetzt müssen Häuser und Straßen vom Schlamm befreit werden. Vorrang haben dabei bedeutende Kulturdenkmäler der Stadt. Die Behörden befürchten den Ausbruch von Epidemien in den Katastrophengebieten und haben Hepatitis-Impfungen für 65.000 Kinder angegeben. Bevor die Wohnungen freigegeben werden, sollen sie vom Gesundheitsamt überprüft werden. Das gesamte Ausmaß der Sachschäden ist noch nicht abzusehen. Zur Hochwasserkatastrophe bringt das Erste auch heute wieder einen Brennpunkt, direkt nach dieser Tagesschau. Der Chef der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, Gerster, hat den Verzicht der Hartz-Kommission auf Einschnitte beim Arbeitslosengeld bedauert. In der Zeitung Rheinpfalz erinnerte Gerster an ursprüngliche Überlegungen, den Bezug von Arbeitslosengeld auf 12 Monate zu begrenzen. Die Kommission habe der Mut verlassen, weil die Gewerkschaften und die großen Parteien nicht dazu bereit gewesen seien, so Gerster. Am zweiten Tag seiner Polenreise hat Papst Johannes Paul II. Eine Kirche in Krakau eingeweiht. Beim Besuch in seiner Heimatstadt wirkte der 82-Jährige müde und geschwächt. Hunderttausende säumen seit gestern Abend unablässig die Straßen Krakaus. Die Polen, sie bereiten ihrem Papst, wo immer er vorbeikommt, auch heute am zweiten Tag seines Besuchs, einen begeisterten Empfang. Der religiöse Höhepunkt heute Mittag, die Einweihung der Basilika von Wojciech-Niki. Nach dem Gottesdienst unerwartet ein ganz persönliches Schlusswort. Ich hätte nie gedacht, dass dieser kleine Junge in Holzschuhen, arm und verzweifelt, als der ich hier früher vorbeigelaufen bin, einmal an dieser Stelle als Papst eine Basilika einweihen wird. Am Abend dann ein Treffen mit dem Präsidenten Kwasniewski. In einer kurzen Erklärung erinnerte er daran, dass Polen sich auf dem Weg nach Europa in einer schwierigen Zeit befinde, der Papst diesen Weg aber immer unterstützt habe. Denn dieser Papstbesuch ist nicht nur eine sentimentale Reise, vielleicht auch der Abschied von seinem Land, sondern wie immer, wenn der Papst in Polen war, auch zugleich ein hochpolitischer Besuch. Wenn er morgen hier in Krakau die zentrale Freiluftmesse vor über 2 Millionen Menschen halten wird, dann erhoffen sich die fortschrittlichen Kräfte im Land von ihm eine klare und positive Aussage zu Europa in einer Zeit, in der immer mehr Polen dem EU-Beitritt zunehmend skeptisch gegenüberstehen.